Die Wirtschaft brummt, die Zahl der Arbeitslosen ist niedrig, die Exporte sind rekordverdächtig. Auf den ersten Blick geht es Deutschland hervorragend. Auf den zweiten Blick sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Wie kann es zum Beispiel sein, dass weite Teile dieses angeblich so fortschrittlichen Landes immer noch kein schnelles Internet haben? In vielen Gegenden ist die versprochene Datenautobahn immer noch ein mickriger Trampelpfad. Online-Filme gucken oder im Netz einkaufen, davon können Millionen Menschen in Deutschland nur träumen. Selbst in ehemaligen Sowjetrepubliken wird längst schneller gesurft als bei uns. Anne-Sophie Hessler und David Walden berichten. Den Traum von einer globalisierten und vernetzten Welt. Auch in der Eifel träumt man ihn. Doch im Dörfchen Manscheid surft man nur im Schneckentempo. Ruckelfrei läuft nichts. Noch nicht einmal das Video, in dem Kanzlerin Merkel der Landbevölkerung bereits vor Jahren das schnelle Netz versprach. Deshalb haben wir uns vorgenommen, bis 2014 75% der Haushalte zu ermöglichen. Eigentlich haben wir die Geschwindigkeit schon seit 15 oder 20 Jahren, die wir im Moment hier vorfinden. Wir haben zwar DSL-Anschluss, aber die Geschwindigkeit lässt wirklich zu wünschen übrig. Auch das Surfen per Mobilfunktechnologie, per LTE, ist hier unmöglich. Familie Mertens wohnt mitten im Funkloch. Der nächste Sendemast ist einfach zu weit weg. In der Ortschaft Willenburg die gleiche Problematik. Wer Internet will, braucht Pioniergeist. Elmar Schmitz ist Elektroingenieur. Auf seinem Dach hat er extra eine Antenne aufgebaut. Damit empfängt er mobiles Internet. Doch das ist volumenbegrenzt und teuer. Egal. Diese Kabel gehen im Prinzip von hier aus quer hier unter dem Gebäude her bis hier unten drunter, wo ich noch mal einen Router gesetzt habe. Von diesem Router aus habe ich ein weiteres Kabel ins Haus ziehen müssen, auch über erhebliche Kabelwege, wo ich noch mal einen weiteren Router gesetzt habe, mit dem ich das Signal im Haus verteilen kann. Es gibt da natürlich auch erhebliche Einrichtungsschwierigkeiten. Die Sache war hier sehr neu, war viel Grundlagenforschung dabei, um überhaupt ein Signal zu bekommen. Der Breitbandatlas Deutschland zeigt, wer am schnellsten surft. In den Ballungsgebieten verfügen über 3/4 der Bürger über 50 Megabit. Je ländlicher die Gegend, desto schlechter die Versorgung. Auf dem Dorf liegt die Breitbandquote bei etwa 20%. Dabei gibt es einen großen Plan der Kanzlerin. Chancengleichheit. Das bedeutet nichts anderes, als dass in den Ballungsgebieten und in den ländlichen Gebieten die Menschen die gleichen Chancen erhalten, an den Entwicklungen der modernen Technologie teilzuhaben. Für Betriebe auf dem Dorf ist das lahme Netz existenzbedrohend. Das Autohaus Rupp aus dem Eifeldorf Krekel sah Handlungsbedarf. Wir finden also hier in dem Bereich, wo die Telekom hat die Erde öffnen lassen. Das hat etwa 4 Stunden gedauert, da war das offen. 1-2 Tage später kam dann die Telekom selbst, hat diese Leitungen, die in der Erde liegen, geöffnet, verbunden, wieder verschlossen, wasserdicht gemacht. Und nach einigen Tagen wurde wieder verschlossen. Der Haken, das einzig verfügbare Angebot war ein exklusiver Business-Tarif mit 24 Stunden Telefonservice und anderen Extras, die der kleine Betrieb aber gar nicht braucht. Unterdurchschnittliche 10 Megabit als Luxusgut. Wir zahlen ganz schlimme 595 Euro pro Monat, damit wir einigermaßen schnell übers Internet verbunden sind. 595 netto plus Mehrwertsteuer sind es 700 Euro im Monat, die wir zahlen müssen. Heißt 7000 Euro oder sowas im Jahr. Damit wir unseren Verpflichtungen, unseren Lieferanten gegenüber nachkommen können. 7 Kilometer weiter, in Rinnen, surft das Dorf noch mit ISDN. Derzeit werden hier Straßen, Elektroleitungen und Abwasserrohre modernisiert, nur das Internet nicht. Die Telekom weigert sich, in die offene Straßendecke moderne Glasfaser zu legen. Die Telekom macht es nicht, obwohl hier eine Leitung 150 Meter noch geschlossen hätte werden müssen zur letzten Ortschaft. Da waren wir auch bereit, Leerrohre zu verlegen. Das haben wir auch getan. Also es hätte die Möglichkeit zum Anschluss bestanden. Die Telekom lehnt es ab und sagt, es rechnet sich noch nicht. Es ist immer der Frage der Wirtschaftlichkeit, die sich stellt. Für uns ist es allerdings Grundversorgung, die hier den Bürgern gewährleistet werden muss. Und da ist aus unserer Sicht die Telekom auch in der Verpflichtung. Eine Versorgungspflicht aber gibt es nicht.
Und deshalb investiert die Telekom nur dann in Infrastruktur, wenn es sich auch lohnt. Ja, aber wir sind doch in 50.000 anderen Baustellen unterwegs und aktiv, in 5.000 anderen Kommunen und Gemeinden. Sie suchen sich jetzt eine heraus, um uns das vorzuwerfen, vernachlässigen aber die Situation, dass wir 5.000 Kooperationen haben, dass wir 50.000 Baustellen betreiben, um die Infrastruktur nach vorne zu bringen, um das schnelle Internet näher an die Haushalte zu bringen. Trotzdem wird hierzulande zu wenig investiert. Das schlägt sich auch in der Glasfaserquote nieder. Länder wie Lettland, Schweden oder Bulgarien setzen massiv auf die schnelle Technologie. Die Bundesrepublik ist digitales Entwicklungsland. Projekte wie hier in Brandenburg gibt es viel zu wenige. Der Privatanbieter DNS-Net bringt eine Gemeinde ans Netz. Dank einer Sondergenehmigung aus Brüssel konnte das Land Geld für mehr Breitband locker machen. Also wenn wir hier einfach mal kurz rüberschauen, ein Gewerbegebiet wie viele andere bisher unterversorgt. Das heißt, wenn eben die Firma Philipp, die dort sitzt, einen DSL-Anschluss haben will, dann sagen wir der Telekom, wir möchten diese letzten 20 Meter hier von euch gerne zugeschaltet haben. Dann kriegen wir einen nackten Kupferdraht von der Telekom. Die Telekom klemmt den hier auf und wir geben das Signal mit 100 Megabit von unserem Glasfaserring zu dem Haus, zu der Firma in dem Fall. Der Ausbau in Bernau könnte sich für den privaten Anbieter rentieren, denn die Stadt ist mit ihren rund 30.000 Einwohnern dicht besiedelt. Jetzt haben auch die Gewerbetreibenden Highspeed-Internet. Also wir verlegen alleine in Bernau mehr als 10 Kilometer neues Leerrohr und neue Glasfaserleitung und errichten dazu 70 von diesen Standorten, von diesen Technikstandorten. Die Investitionssumme liegt so bei einem geringen siebenstelligen Betrag. Damit könnten die Bernauer ausgerechnet einigen Hauptstädtern etwas voraus haben. In manchen Straßen des Berliner Stadtteils Pankow gibt es keine schnelle DSL-Leitung. Illustratorin Judith Drews muss ohne Anschluss an die weite Welt Geschäfte machen. Angeblich ist keine Leitung frei. Wir sind hier vor 2 Monaten eingezogen und haben leider weder Internet noch Telefon. Es gibt keine Leitung. Wir haben oft gesprochen mit den Anbietern, es ist leider nichts möglich. Und ja, meine Lösung ist, ich wohne zum Glück direkt hier drüben und wir haben da am Fenster einen Repeater mit Verstärkerantenne, sodass wir hier überhaupt Internetzugang haben. Weil sonst muss ich meine Bilddaten abends mit nach oben nehmen, zu Hause absenden und das ist echt nervig. Gleich nebenan sitzt Fotograf Götz Schleser. Er hat zwar Internet, aber mit einer Maximalgeschwindigkeit von 0,5 Megabit ist das Verschicken von Fotos an die Kunden ein längeres Unterfangen. Der Bundesdurchschnitt liegt übrigens bei 6 Megabit. Ich brauche manchmal 24 Stunden oder eine Woche, bis ich meine Daten übertragen habe. Bin letzte Woche nach Dresden gefahren mit einer Festplatte, um meine Daten dort abzugeben, weil das persönlich Hinfahren mit dem Auto wesentlich schneller ging, als es übers Internet zu schicken. Seit 10 Jahren gibt es bereits die Bürgerinitiative DSL nach Pankow. Zu Infoveranstaltungen hatte man auch die großen Internetanbieter eingeladen. Der Erfolg war eher mäßig. Wir hatten so 120 Leute ungefähr, die da halt waren. Die konnten dann Fragen an die Telekom halt stellen, an Vodafone. Und gesagt hat gar keiner was von denen. Also die Telekom hat gesagt, es lohnt sich halt nicht, ist einfach zu teuer, nicht wirtschaftlich. Die Einzigen, die ein bisschen versprochen hatten, waren Vodafone. Die haben gesagt, wir erhöhen mal die UMTS-Kapazität ein bisschen. Und das war's dann halt. Ne? Ansonsten haben alle gesagt, nö. Machen wir nicht, interessiert uns nicht. In manchen Regionen hilft nur Eigeninitiative. Im thüringischen Kraula ist Breitband ein Fremdwort. Da es aber im benachbarten Bad Langensalza schnelles Netz gibt, installierte Sven Küchler einfach einen riesigen Richtfunkmast. So konnte das Internet durch Funk übertragen werden. Wir haben uns von der Sache alle zusammengerabbelt und haben dann ein Eigenprojekt aufgestellt, rein auf Basis von WLAN mit einem entfernten Internetzugang, wo quasi dieser eine Internetzugang von weit, weit entfernt hier in die Dörfer getragen wird. Im 6 Kilometer entfernten Zimmern steht das Rechenzentrum. Hier wird das WLAN-Signal per Richtantenne gebündelt und in die umliegenden Dörfer übertragen. 190 Haushalte können so inzwischen für 20 Euro im Monat online gehen. Anderstedt, Kraula, Zimmern, Waldstedt, Ascherath, Negelstedt. Praktisch gesehen läuft hier eigentlich alles zusammen. Ist hier ein Stromausfall oder funktioniert von hier irgendwas nicht mehr? Ist eigentlich kein Dorf mehr irgendwo mit einem Internetzugang versorgt? In diesem Fall eigentlich
Genauso, als wenn ich jetzt hier alle Strippen rausziehe, beziehungsweise alle Kabel rausziehe, da wird wahrscheinlich mein Telefon auch gleich wieder heiß laufen. Die Bundesregierung hat nun eine digitale Agenda ausgerufen. Bis 2018 soll Deutschland zur weltweiten Spitze aufschließen. Woher die Milliarden dafür kommen sollen, ist unbekannt.